Dicke da. Was geht denn bei euch wieder ab? Hm? Ich werde diese Folge nun so halten, dass ihr auch mal die Decke seht, ja? Wenn man jeden Tag etwas hochladen möchte, muss man auch manchmal nachts rumlaufen. Und eben filmen. Wenn man eigentlich ins Bett will. Yes. Ja, ich brauche so einen Selfie-Stick. Habt ihr gewusst, dass es diese Selfie-Sticks schon früher gab? 1992, glaube ich, oder sowas, für Kameras. Ist in so einem Buch der unnötigen Erfindungen. Hat man damals gedacht, komm, scheiß neu. Heute Sonntag, heute kommt wieder ein Infovideo. Ein neuer Community-Abend ist, so wie ihr ihn kennt, erstmal nicht geplant. Kommenden Donnerstag, warte kurz, Datum, am 22. Da wollen einige Leute vom Let's Play Forum zusammen zocken. Oh Gott, war es Garry's Mod? Kinder, jetzt habe ich... Ich glaube Garry's Mod. Ich sag einfach mal Garry's Mod. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Garry's Mod war. Und da habe ich mich eben dann damals schon direkt so von wegen, hey, da bin ich vielleicht auch dabei oder so, irgendwie ab und zu. Ich habe schon gefragt, ob ich überhaupt Leute einladen darf. Es hat mir noch niemand darauf geantwortet. Deswegen sage ich einfach nur mal, am Donnerstag ab 20 bzw. spätestens 21 Uhr spiele ich Garry's Mod. Und je nachdem, ob man dazu jetzt noch andere Gäste einladen darf oder nicht, werde ich einfach in Steam online sein oder nicht. Und wenn ich online bin, könnt ihr mich anschreiben, hey Killer, nochmal nachhaken, dürfen wir auch vorbeischauen? Und dann sage ich, hey Herbert, komm her. Und schon können wir spielen. Schon, ich bin der Boden, mach einfach Geräusche. Vorhin hat meine Frau ausgesucht. Geh. Eigentlich bin ich bin schon hundemüde, nicht nur eigentlich, ich bin hundemüde und würde gerne pennen, aber das Counter-Strike für Samstag läuft noch. Also eigentlich ist jetzt schon Samstagmorgen. Also das Counter-Strike, die Counter-Strike-Folge für später läuft noch, das ist die Folge 15. Und jetzt nehme ich eben noch das Infovideo auf. Ich habe in diesem letzten Video, also in dem Video von gestern, wirklich 3-4 organisatorische Dinge auch gesagt, die ich unbedingt loswerden wollte. Das ist übrigens mein Werkzeugstehende. Ja. Guck mal, unsere Couch. Wir managen jetzt mal damit. Und was hat das Fräulein da wieder versteckt? Was ist das? Das ist doch Deko-Jumbledore. Bitte lass uns heraus, bitte. Wir wollen dich nicht töten. Nur ein bisschen. Also, falls du jetzt wirklich jemand bist, der oft bei mir vorbeischaut, dem es vielleicht auch wichtig ist zu erfahren, wann, was, wie passiert, dann schau bitte das Video von gestern. Und auch hier nochmal einfach ein Hallo an alle neuen Abonnenten. Ich bin ja ultra explodiert jetzt über die letzten paar Tage. Das Case-Opening und ein paar Menschen, die wohl für mich geworben haben, machen den Unterschied, ja. Ich stelle mich jetzt einfach nochmal hier hin zwischen Gang und Küche. Ich soll den Hut aufsetzen, oder? Jetzt seid ihr zufrieden, ne? Der ist noch viel zu klein. Aus meiner Kindheit jetzt noch. Da haben wir in der Schule was aufgeführt. Und ich habe den Hut von meinem Opa bekommen. Ich kriege ihn halt über den Kopf. Ich habe so große Melonen auf dem Hals. Achtung, komm auf den Ständer. Auf den Hutständer. Lächerlich ist das. Noch gerade mal lächerlicher. Das zählt. Ach ja, und das Video gestern, ne? Ich sag am Anfang noch, ich guck, dass ich nur noch 10 Minuten Videos mache und das gestern war dann direkt 16 Minuten lang. Hier eine ganz wichtige Frage. Wenn ein Match zu lange dauert, zum Beispiel das von gestern, das haben wir komplett ausgespielt. 15 und 15. Wir haben 30 Runden gespielt, 60 Minuten gedauert oder sowas. Und ich konnte es nicht kleiner schneiden, sonst wären wichtige Sachen verloren gegangen. Meine Frage daher an euch. Soll ich so einen Teil in der Hälfte durchschneiden ab der Halbzeit, wenn die erste Halbzeit schon 10 Minuten dauert? Oder wollt ihr dann trotzdem die 16 Minuten am Stück haben? Bitte beantwortet mir diese Frage, Kinderlein. Ich sag mal, 10 Minuten geht noch. 10 Minuten geht wirklich noch. Es kommt natürlich auch auf den Inhalt an, aber diese Gaming-Kram, was ich eben mache, wenn ich es bei anderen sehe, oder auch Let's Plays oder sowas, ich finde schon über 5 Minuten schon fast schwierig. Danke nochmal an das tolle Wachstum, an alle, die mir dabei helfen und an alle, die eben zum Wachstum dazu beitragen, also ihr. Das kommt natürlich doppelt und dreifach zurück, meine Freunde. Ich mache mal nämlich Bots und abonniere eure Sachen dreimal. Ne Quatsch, ich werde auch ein paar tolle Sachen mit euch machen. Tolle Sachen. Super tolle Sachen. Abo-Treffen, Skin-Verschenken, Community-Abende. Oh, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich werde noch andere Sachen machen, das wird schon toll. Freut euch drauf. Ja, so vielen Dank fürs Zusehen, mach mal einen Daumen hoch. Und so, ja. Sonst zeig ich den Mutter. Scheiße, endlich fertig, verfickt nochmal wirklich. Rudi! Rudi! Mir ist langweilig, hol mal einen Hamster und mach mal die Mikrowelle, Otto.